Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von MusicStore.tv. Ich bin der Sebastian und heute steht unsere Sendung ganz im Zeichen der neuen Fame Challenger Subwoofer. Die Subwoofer der Fame Challenger Serie gibt es in drei verschiedenen Versionen. Wir haben eine 12 Zoll Variante, eine 15 Zoll Variante und eine 18 Zoll Variante. Stellvertretend für die Serie haben wir die 15 Zoll und die 12 Zoll Variante hier vor uns. Die Endstufenleistung der 12 Zoll Variante beträgt dabei 450 Watt RMS und 1800 Watt Peak. Die Endstufe der 15er und 18er Version haben jeweils eine RMS-Leistung von 600 Watt und 2400 Watt Peak. Wobei die 18 Zoll Variante sich dadurch auszeichnet, dass durch den Woofer bedingt wir bis 30 Hertz runtergehen können in der Wiedergabe. Die Gehäuse der Fame Challenger Subserie sind dabei, wie bei allen anderen Modellen der Challenger, Serie sehr hochwertig verarbeitet. Wir haben integrierte Griffmulden, wir haben einen N20 Stativflansch für Distanzstangen und wir haben natürlich hochwertig verarbeitetes Holz und die soliden Frontgitter. Die Rückseiten der verschiedenen Fame Challenger Subs sehen zunächst alle mal relativ gleich aus. Wir haben zum einen den ganz normalen Eingang, einen Link-Ausgang, der Full Range das Signal weitergibt, oder wir haben auch noch einen Crossover-Ausgang, wo eine Frequenzweiche angelegt ist. Hier können wir zwischen einer 80 oder 120 Hertz Trennung wählen. Wir haben die Lautstärkeregelung des Subwoofers und haben diverse Einstellungsschalter. Unten haben wir natürlich auch noch den Stromanschluss in Kaltgerätformat und den An-Ausschalter. Die 15er und die 18er Version ist dabei sogar direkt vorbereitet für optionale Rollen. Die Fame Challenger Subwoofer sind die optimale Ergänzung für die Fame Challenger Tops. Fertige Bundles findet ihr bereits auch in unserem Webshop. Genauso wie weitere Informationen zur Verfügbarkeit und weitere Informationen zum Produkt an sich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.